Wie haben Bellatrix Lestrange und Sirius Black eigentlich Azkaban überlebt? Das und mehr jetzt in diesem Video. Azkaban ist wirklich schrecklich, zweifellos einer der düstersten Orte in der Zaubererwelt. Ich persönlich würde ihn sogar ganz oben auf die Liste setzen. Verglichen mit Azkaban erscheint Nurmengard geradezu gemütlich. Azkaban scheint tatsächlich einem Gefängnis aus dem 15. Jahrhundert nachempfunden zu sein, das verfallen ist und in dem die Insassen unter den grauenhaftesten Bedingungen leben. Es gleicht buchstäblich der Hölle und wird zudem von seelensaugenden Dementoren bewacht. Es handelt sich also um Gefangene, die unter den schlimmsten Umständen leben und von den furchteinflößendsten Kreaturen überhaupt bewacht werden. Man fragt sich schon irgendwie, wie viele Menschen dieses Gefängnis wirklich überlebt haben. Und ich kann dir sagen, es waren nicht viele. Aber zwei Personen haben es überlebt. Sirius Black und Bellatrix Lestrange. Zwei Cousins, die zwar nicht eng miteinander sind, aber ich kann dir versichern, dass beide es über ein Jahrzehnt lang ausgehalten haben und schließlich wieder herauskamen. Die Frage lautet nur, wie? Mit dieser Frage werden wir uns in diesem Video beschäftigen. Was bisher von Azkaban zu sehen war, ist wahrlich nicht schön. Und wenn du ein Harry Potter Fan bist, dann weißt du das auch ganz genau. Deshalb möchte ich wirklich nicht so viel Zeit damit verbringen, über Fakten zu sprechen, die viele von euch bereits kennen. Das wäre langweilig und glaubt mir, ich möchte alles andere als langweilig sein. Was ich dir aber sagen möchte ist, dass man einen äußerst starken Geist und Verstand haben muss, um einen Ort wie Azkaban zu überleben. Denn es ist schon eine Nummer, allein in einer Zelle zu sein, ohne jemanden, mit dem man täglich sprechen kann. Das allein würde die meisten Menschen in den Wahnsinn treiben. Aber in einer kalten, schmutzigen Zelle zu sitzen, während sich Dementoren von deinem Glück ernähren und dich weiter in Wahnsinn und Depression treiben, das ist eine ganz andere Sache. Es ist verständlich, warum so viele Menschen aufgaben. Erinnerst du dich noch daran, was mit Hagrid geschah, als er aus Azkaban entlassen wurde? Es dauerte ziemlich lange, bis er wieder ganz der Alte war. Das ist auch einer der Gründe, warum die Dementoren nicht mehr als Wächter in Azkaban fungieren. Die Priorität liegt nun darin, Verurteilte einzusperren und sie nicht in den Wahnsinn zu treiben. Hinzu kommt die äußerst fragwürdige Loyalität der Dementoren. Aber wie dem auch sei, sie sind jetzt weg und vielleicht macht das 90% dessen aus, was es zuvor war. Für Sirius Black und Bellatrix Lestrange waren die Dementoren jedoch präsent. Sie konnten sich ihre Opfer aussuchen, wann immer sie wollten. Auch wenn es ihnen nicht gestattet war, die Zellen zu betreten, konnten sie doch teilweise durch die Gitterstäbe hindurch agieren. Das genügte, bis Lord Voldemort beschloss, ihnen so viele Seelen anzubieten, wie sie wollten. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Ich möchte nun sowohl Sirius Black als auch Bellatrix Lestrange einzeln betrachten und aus meiner Sicht erklären, warum ich glaube, dass sie beide ihre Zeit im Gefängnis überlebt haben, im Gegensatz zu so vielen anderen. Beginnen wir also zunächst mit Sirius Black. Dieser Mann hatte wirklich zweifellos das größte Pech von allen in dieser Geschichte. Er erleidet einen schrecklichen Verlust. Sein bester Freund sowie dessen Frau werden von Lord Voldemort getötet. Und dann wird sein anderer bester Freund derjenige, der sie verrät und Sirius eine Falle stellt, indem er ihm den Mord an 12 Muggeln sowie an seinen engsten Freunden in die Schuhe schiebt. Sirius wird ohne Prozess nach Azkaban gebracht und verbringt voraussichtlich den Rest seines Lebens dort. Ich meine, das ist wirklich schrecklich. Wie konnte er all den Schmerzen, Elend und dem Verrat trotzen und trotzdem überleben? Hier ist, wie ich denke, dass er es geschafft hat. Sirius glaubte nicht wirklich daran, dass er jemals freikommen würde. Er hatte nie die Vorstellung, dass er die Möglichkeit haben würde, freigesprochen zu werden, da die Anklage gegen ihn so stark war. Oder zumindest schien es so. Wie dem auch sei, trotz allem war er klug. Ein Teil von ihm hegte immer noch die Hoffnung, dass sich die Dinge ändern würden. Es wurde spekuliert, dass der Dunkle Lord zurückkehren würde, und wenn das geschah, könnte Wurmschwanz aus seinem Versteck kommen und möglicherweise ins Rampenlicht treten. Und genau das passierte. Doch zuvor wurde er durch ein Foto der Weasleys im Tagespropheten auf seine Existenz aufmerksam gemacht. Sein Wille spielte also schon eine Rolle. Er war sich auch bewusst, dass Dementoren auf Tiere weniger bis gar keine Wirkung haben im Vergleich zu Menschen. Denn ihre Gedächtnisleistung ist bei weitem nicht so entwickelt wie die von Menschen. Deshalb zeigen sie kein Interesse an einem Hund. Indem er die meiste Zeit in seiner Animagusform verbrachte, konnte er den Dementoren größtenteils aus dem Weg gehen und seinen Geist in einem ziemlich guten Zustand halten.
Das bedeutet jedoch nicht, dass die Dementoren ihn nie erwischten, denn das taten sie gelegentlich. Dennoch gab ihm der Anblick von Wurmschwanz den zusätzlichen Glauben und die Motivation, die er benötigte, um zu handeln und der erste Mensch zu werden, der aus eigener Kraft und ohne fremde Hilfe aus Azkaban entkommen konnte. Dies zeigt, was für einen starken Charakter Sirius Black wirklich besitzt. Für mich hat er es auf diese Weise wirklich geschafft und auf diese Art und Weise hat er überlebt. Bellatrix ist jedoch eine ganz andere Geschichte. Ihre Denkweise unterschied sich stark von der von Sirius. Niemand war Voldemort gegenüber loyaler als Bellatrix Lestrange. Obwohl sie äußerlich schön war, litt sie unter geistiger Instabilität, was sich wiederum auf ihre Entscheidungsfindung und vor allem auf ihre Leidenschaft auswirkte. Sie entwickelte eine Besessenheit und gefährliche Verliebtheit. In ihrer Gesamtheit war ihre Persönlichkeit instabil. Für sie war Voldemort alles. Er war im Grunde ihr lebender Gott. Es gab nichts, was er sagen oder tun konnte, um ihre positive Einstellung zu ihm zu beeinflussen. Sie würde in seinem Namen töten, foltern und verletzen. Im Grunde alles tun. Dies war einer der Hauptgründe, warum sie so lange in Azkaban überlebte. Sie war überhaupt nur dort, weil sie in seinem Namen gehandelt hatte. Deshalb würde sie warten, bis er sie befreit. Es war eine wirklich verkorkste Art von Besessenheit, weshalb sie erfolgreich die Versuche der Dementoren abwehren konnte, jede glückliche Erinnerung, die sie in sich trug, auszulöschen. Damit möchte ich nicht sagen, dass die Dementoren keine Auswirkungen auf sie hatten, weil ich bin mir sicher, dass sie das zu einem bestimmten Zeitpunkt hatten. Aber was ich damit sagen will ist, dass sie in der Lage war, das zu überwinden, weil sie etwas hatte, an das sie glauben konnte. Ihr eigener stabiler Verstand überzeugte sie, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis der Dunkle Lord zurückkehren und sie befreien würde. Ich glaube, Bellatrix war geistig stärker als Sirius, weil sie nur das Endspiel sehen konnte. Sie konnte nur den Tag sehen, den Moment, an dem der Dunkle Lord sie befreien würde und welch freudiger Moment das sein würde. Ich habe wirklich das Gefühl, dass der Moment sehr bedeutend war, als ihre Zelle geöffnet wurde und sie befreit war. Es schien, als würde sie sagen, ich habe es euch gesagt. Eine amüsante Randnotiz dazu. Es ist schon irgendwie ironisch, dass 4 Todesser einen Prozess bekamen, weil sie 2 Auroren gefoltert, deren Leben mit dem Cruciatus-Fluch zerstört haben und sie in den Wahnsinn getrieben haben. Während Sirius Black nicht einmal die Chance bekam, sich zu erklären, bevor er nach Azkaban gebracht wurde. Schreibt mir gerne deine Gedanken dazu in die Kommentare. Ein kleines Fazit zum Schluss. Es ist durchaus möglich, Azkaban zu überleben, wenn man über die erforderliche mentale Stärke verfügt. Es scheint, dass der Schlüssel dazu darin liegt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Sowohl Sirius als auch Bellatrix hatten etwas, das sie durchhalten ließ. Das galt jedoch leider nicht für jeden in Azkaban. Und das war's mit diesem Video. Denkt ihr, es gibt noch andere Gründe, warum diese beiden überleben konnten und so viele andere in Azkaban nicht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.